Ach, Leute, es tut mir leid. Beim letzten Mal, gestern war ein bisschen, oder der letzte Part war etwas kürzer. Liegt daran, weil es geklingelt hat und ich musste zur Tür gehen. Aber ich kann euch versichern, es war positiv. Es sind nämlich, ja, es war nämlich für mich positiv. Naja, gut, so, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir noch anziehen? Das gefällt mir eigentlich. Ja, die Hose bleibt mal an. Tasche machen wir mal neu. Oh, die ist cool. So. Oder? Ja, und da. Was haben wir da? Die Brille ist. Ach Gott, zieh mal um, guck, wie das aussieht. Ja, komm, das geht schlimmer. Wir gehen auf jeden Fall noch weiter shoppen heute. Da bist du ja wieder, Mann, siehst so schick aus. Ich weiß. Weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas anziehen hier ist ja auch. Wir gehen noch mal andere Sachen ab. Haben wir noch irgendwo einen Shop? Nein. 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 Da ist eine Boutique. Ich glaube, da haben wir schon alles ausgeräumt, oder? Ich gehe trotzdem mal eben hin. Mal eben gucken. Mal eben gucken, ob ich da alles ausgeräumt habe. Wenn ja, dann ersparen wir uns ja vieles. Und dann gehen wir auch gleich rüber. Oh, hier regnet schon wieder. Das heiße Wetter. Die Boutique war da unten. Mal eben looken hier. Ne, das sieht nicht so aus, als hätte ich schon eingekauft. Nö, dann kaufen wir nochmal eben alles auf. Alter, 10.500, alle voll teuer. Also wie teuer sind die denn alle hier? Halbstiefel 10.500. Ja, komm. Ich kaufe einfach alles, was ihr da habt. So und so. Der Federschmuck schwarz-weiß, der könnte, glaube ich, besser aus als die Brille passen. Den Test, den will ich jetzt mal aufsetzen. Federschmuck, warte. Da, den ansetzen. Jo. Okay, dann würde ich sagen. Warte mal, was die Hose angeht. Haben wir noch eine dunkle Hose? Eine dunkle Hose. Wir haben keine dunkle Hose. Warte mal, die rote, wie sieht die aus? Ich geht's. Vielleicht Jogginganzug. Dann nehmen die. Und dann nehmen wir die schöne blaue Daunenjacke. Das ist okay. Jo. Das sieht gut aus. Das finde ich in Ordnung. Moment, Moment, Moment. Dann müssen wir auch in die Schuhe ändern. In schwarze Halbstiefel. Ja. Ja. Oder was anderes? Nö. Perfekt. Jetzt sieht das besser aus. Jo. Das sieht gut aus. Das ist in Ordnung. Damit laufen wir jetzt rum. Da bist du ja wieder. Ich weiß, ich habe mich verlaufen gehabt und bin jetzt wieder da. Dann stört's. Wenn es dich stört, dann lass mich in Ruhe fliegen. So, und ich meine hier, genau, hier in der Boutique, da hatten wir das ausgeräumt. Wirklich? Ich gucke nach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben richtig wieder alles an Asche ausgegeben. Nur dafür. Ja, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin ein schwacher Mensch, ich weiß. Aber ich glaube, hier haben wir alles geholt. Ja, dann war das gut. Okay. Dann, obwohl, haben wir da wirklich alles. Ja, sorry, Leute. Ich bin mir nicht. Ich meine aber wohl, ich gucke noch einmal alles durch. Ach, guck mal, haben wir doch gar nicht. Na, sieh mal einer an. Wir müssen uns eben alles kaufen. Soweit es geht. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Moment mal, ich habe die blaue Tasche. Warum laufe ich denn mit einer roten rum? Da müssen wir die Tasche mal im Moment. Da, zwei Farben. Die ist doch viel besser. Yeah. Und was ist eigentlich mit einer Mütze? Wenn ich jetzt mal sage, Pokéball-Kappe.
probiere nur mal eben aus. Was ist mit der? Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wir hatten jetzt so viele Strickmützen. Nee, keine Strickmütze. Nein. Die Camping-Dings bleibt auf. Tasche auch. Alles klar, das reicht. So ist okay. Ja, ja, so ist gut. Du hast nur eine neue Tasche. Mach dich mal nicht so hypig. Hype dich mal nicht so, Junge. Ja, bist du ja wieder, Mann. Ach, du siehst viel schicker aus mit der Tasche. Ja, ja. Chill mal, deine Base. Evening, bitte einmal fliegen. Jetzt geht's nämlich endlich nach Chromlexia, Freunde. Da waren wir ja schon lange hin. Wir müssen jetzt wohl mal eben zusehen, dass wir da mal was hinkriegen. Doch mal gucken. Erstmal gehen wir ins Pokémon Center. Oh, hier ist alles gut. Es ist, als wäre nie was gewesen. Was? Waffe? Nee, keine Ahnung. Ich habe nichts gehört. So ungefähr. Weil interessiert ja keinen hier. Okay. Ich möchte allerdings... Mit wem fangen wir an? Doch, mit Heavening können wir mal anfangen. Heavening nach vorne. Mit dir geht's los. So, wir kommen nirgendwo raus. Außer da. Okay. Hier können wir nichts machen. Guten Tag. Guten Tag. Das Leben hat mich schlappe 5 Millionen gekostet. Na ja, wenn das so ist. Wir können nur hier hin. Hä? Respekt. So bis hierher geschafft. Da war er jetzt nicht wirklich weit. Na sicher, hol doch gleich wohl Tenso rein. Aber wir sind ja Gott froh, dass wir ein Heavening haben, was nicht nur Flugangriffe drauf hat, sondern auch einen Nahkampf. Ich werde paralysiert, aber was soll's. Hauptsache, Heavening hat das Pokémon geschlagen. Immerhin. Macht auch nicht jeder, ne? 57, cool. Wagemut. Ein Angriff, der dem Ziel Schaden in Höhe der aktuellen Kapitel des Anderes zufügt. Letztere wird dadurch selbst besiegt. Wow, toll. Hero-Keks. Da bleiben wir drin. Frogger 57 und ein Golbat. Ach, da können wir auch noch drin bleiben. Ciao. Voll aufs Dach gestiegen. Tja, Team Flair Member, das war's, ne? Das Coole ist ja immer noch, wir sind immer noch nicht bei der 8. Arena gewesen. Wir machen schon eine ganze Weile jetzt, arbeiten wir schon mit an Team Flair. An Team Flairs Vernichtung. Duran, ich komme auch mit. Als ich im Labor war, haben mich die maskierten Helden darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht. Und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair... Ach was... Lass uns voller Details selbst das Handwerk legen. Und trotz all ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten hat diese Welt es verdient, weiter zu existieren. Das sagst du. Flair Geheimbasis. Das geht ganz schön tief runter. Und Serena ist gar nicht mitgekommen. Die nimmt den nächsten Aufzug. Guten Tag. Vor 3000 Jahren kam die ultimative Waffe zum Einsatz und kostete viele Pokémon das Leben. Ich lege mein Schicksal in die Hände von Flordelis, mache mir aber dennoch Sorgen um die Zukunft. Flordelis hat mich gefördert und somit gerettet. All die Pokémon, die auf Route 10 an den Stein gebunden wurden, speisen die ultimative Energie.
Solange nicht alle auf der Welt glücklich sind, kann der Einzelne nicht glücklich werden. Und die Welt ist so groß und es gibt so viele Menschen und Pokémon. Die ultimative Waffe ist soweit. Jetzt bleibt nur noch, sie mit all der Energie des Objekts aufzuladen. Wir absorbieren nun die Energie des mysteriösen Baumes. Das ist alles. Hier ist weit und breit kein Pokémon. Und da oben steht er. Flor Davis. Heilen brauchen wir nicht. Aber mal gucken, was los ist. Da unten ist dieser Baum. Hm. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir hier... Entschuldigung. Und während wir hier sprechen, bezieht sie Energie vom legendären Pokémon. Duran. Es tut mir aufrichtig leid, dass die Waffe geborgen wurde, obwohl du im Labor richtig gewählt hast. Aber in der Welt prallen viele Egos aufeinander. Es läuft nicht immer so, wie du es gern hättest. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf der Welt. Aber es gibt dir doch lange nicht das Recht dazu, alle bis auf die von dir Auserwählten auszulöschen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Mega-Ring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben um ihn gewetteifert, aber... Wenn es von irgendetwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, eine Welt zu schaffen, in der es genug für alle gibt. In der das Leben schön ist, man muss ihre Bewohner reduzieren. Was ist mit den Pokémon? Der weint. Du weinst ja. Warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zum Streiten und Rauben genutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufhalten und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Krass. Flor Davis. Der zweite Kampf. Wishu. So, der hat sich in der kurzen Zeit, in der wir nicht gegen ihn gekämpft haben, schon, ja, was die Level angeht, hat er nice gemacht. Heavening, Aero Ass. Boah, 57 für Ryu. Und sein gefährliches Gyarados. Habe ich immer noch keinen perfekten Counter gegen, fällt mir gerade auf. Aber wir holen einfach Kura mal rein. Nicht schlecht. Psychokinese. Gyarados. Nassschweif könnt, ja, zieht aber nicht alles ab. Ist effektiv, aber Nassschweif ist auch nicht die stärkste Attacke. Bei der Kaskade wäre jetzt auf jeden Fall mein Kudama weg gewesen. Pyroleo. Anspannung. Na, was meinst du, Pyroleo? Sollen wir mal ein bisschen Späßchen mit dir treiben? Erstmal eine fette Mega-Entwicklung für Ryu. Und dann ist ein Raindance. Schallwelle. Ryu, Wassersäulen. Mm-hmm.
Und ein Kramchef. Wow. Richtig gehört. Der Typ hat einfach mal einen Kramchef. Da müssen wir Heavening reinholen. Ein Kampf der fliegenden Pokémon. Kramchef, richtig cooles Pokémon. Kramchef gefällt mir auch wirklich gut. Aeroask. Oh nein. Noch einmal. Aeroask. Jawohl, Laser Down. Flordelis hat verloren. Wir haben gewonnen. Die Kraft für sich für eine Sache einzusetzen. Wofür setzt du dich ein? Für eine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart. Beeindruckend, du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und sieh es dir mit eigenen Augen an. Es ist überhaupt nicht zu spät. Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Duran. Ein starker Trainer lässt sich nicht nur von seinen Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt genauso. Sieh nur, da hinten geht es runter zu den unteren Stockwerken. Flordelis, das ist irgendwie einer... Er kommt dir so vor wie so ein ganz anderer, Teamchef, sag ich jetzt mal. Ja. Der kommt dir wirklich so vor, ja, dann... Ich weiß nicht, der... Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sich der von den anderen unterscheidet. Aber gut. Und so sehr unterscheiden tut er sich ja auch nicht in dem Moment, weil er zum Beispiel... Oh, da können wir runter gucken. Da steht das Ding. Weil er zum Beispiel von Team Galactic... Nein, wir uns... Der Cyrus, der hat uns ja auch einen Gegenstand... Der hat uns den Meisterball, glaube ich, sogar gegeben, oder? Ich erzähle. Ja, doch, lass mal Monagoras vorne. Wir kommen nicht so einfach runter. Wir müssen euch bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das? Ich fasse es nicht. Wie kann man nur so blöd sein? Ey, du hast gerade ein Vorstandsmitglied beleidigt. Was fällt dir denn ein? Vorstand und Rüpel. Ja, von denen werden uns auf unserem Weg noch mehr begegnen. Ach, das würde zu lange dauern. Monagoras. Dreh auf einen Streich? Nein, leider nur zwei. Und leider auch ein Teammember dabei erledigt. Egal. Cleopatra ist es jetzt auch nicht so, der starke Bug. Ja, verhindern, genau. Verhöhner auf ein... Tja, Monagoras. Weiß nicht, ob das so clever ist. Der hat den geschafft. Ja, Ratzenhasen. Yay. Cool. So, natürlich lassen die uns jetzt vorbei. Wir müssen weiter. Ich kann Flordelis irgendwann nicht verstehen. Ja, ich kann deinen Text nicht lesen. Oh, guten Tag. Warum gehen wir eigentlich jetzt wieder die ganzen Etagen hoch? Selbst wenn die Informationen stimmen, kann ich nicht glauben, dass Superhirne wie wir dazu abgestellt werden, Verräter aus dem Weg zu räumen. Wir werden nicht verlieren, wir lassen euch nicht vorbei. Diejenigen, die weiterkommen werden, sind wir, Team Flair. Ja. Nee, eigentlich nicht. Weiblichen Vorstand gibt es natürlich auch, haben wir schon gesehen. Voll cool. Ach, das finde ich auch schön, dass sie das so schön gemacht haben. Sehr, sehr gelungen. Warum lebt dein Psyogon wieder? Das kann ich nicht gutheißen. Super. Wie kann man denn so doof sein? Naja, was soll's. Nur ein Erdbeben machen. Jetzt stirbt auch keiner, aber Voltenso ist zurückgeschreckt.
Ja, komm, machen wir noch eins. Genau, greift mal schön Psyhogon an. Interessiert kein Mensch, was aus dem Viech wird. So, ich habe meine Ruhe. So, drei auf einen Streich. Monagoras steht da wie ein Fels in der Brandung. Dem ist das scheißegal. Weg mit den Gegnern. Sehr, sehr schön, Monagoras. Ich hab verloren, aber das spielt keine Rolle lang, liebe Flordelis. Ja, solange er noch lebt, lebe Flordelis. Das ist doch schön. Gut, Freunde, hier würde ich sagen, machen wir einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Macht's gut. Ciao.